Passt auf jeden Fall zu meinem Outfit. Zu meinem erst. Stimmt, ja. Öffnen. Was habe ich denn da alles drin? Warum ist in meinem Nachttisch so viel Zeug? Weiß ich nicht. Kitanischer kaiserlicher Oberschenkelschutz. Das ist meiner. Da steht Nikos Nachttisch. Hab ich nicht gesehen. Da habe ich meine Sachen reingetan. Das ist meine Rüstung, ja, die sieht schön aus. Übrigens ist sie viel zu heiß. Also für hier. Du bist eine Stufe aufgestiegen. Okay. Ja, dann stecke ich dir das mal darüber. Natürlich. In Alex Nachttischchen. Natürlich braucht er das. Alex Nachttisch. Zack, 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 zack. Da. Ach komm, die Fackel krieg ich auch gleich noch. Einfach weil sie so schön ist. Du bist so gnädig heute. Ja, brutal, gell. Das ist einfach der Wahnsinn. Du bist der Oberknüller. Warum? Ach ja, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Kann ich jetzt schon hier weitermachen so? Ah ja, alchemistisches Pulver, Hexenfeuer, Wandfackel. Oh, blaues Feuer. Das ist was für dich. Das ist cool. 10 freischalten. Ja, dann mach's halt bitte auch. Dummes Ding, warum drehst du dich nicht? Ja. Hm. Hallo? Oh, ich habe nicht genug Ressourcen. Jetzt wird's knapp. Jetzt wird's aber knapp hier. Ich brauch super viele Stahlbarren. Also ich glaube, ich... Exotenjäger. Also ich werde wahrscheinlich nur unser Gebäude, unser Hauptgebäude in diesem Stil bauen, weil das kostet so viel. Aber es sieht geil aus. Ja. Es sei denn, wir farmen irgendwann mal super viel, dann... Also ich kann eine Tür machen sicherlich. Ne? Was brauchst du denn da so? Stahlbarren. Bräuchte noch. Also Stahlbarren sind am teuersten. Gehärteten Ziegel und geformtes Holz. Geformtes Holz ist eigentlich das geringste Problem. Der Rest ist halt nur arschteuer. Okay. Haben wir hier eine Tür? Ja. Nee, nur ein Tor. Doch, hier eine Tür. Oh, ich brauche schon wieder Stahl. Ich brauche so viel Stahl. Stahl ist halt sehr schwer herzustellen. Das ist so das Problem. Was ist das? Harz. Oh Gott, wo stecke ich denn Harz hin? Weiß nicht. Isoliertes Holz, das ist doch Baumaterial, oder? Würde ich mal sagen. Ja. Was ist Baumaterial? Samen, da steht einfach nur Samen. Was wächst aus den Samen? Die sind für die Presse. Achso. Daraus kriegst du Öl. Menschenfleisch, okay. Ja, Lebensmittel. Knallhart. Ja, ist wohl Lebensmittel. Oh, ich habe was falsch eingeordnet. Oh, ich bin zu doof. Jetzt. Zack. Zack. Das nehmen wir mit. Ist was? Tiererzeugnisse. Tiererzeugnisse. Feder. So, zack, zack. Ein Trank geschaffen. Oh ja, okay. Blut. Ja, ist auch ein Tierzeugnis. Drachenhorn. Ja, kommt auch hin. Drachenknochen. Ja, klar. Fledermaus-Dämonenkopf. Oh, kann ich den schon. Oh. Oh. Ah. Geil. Warte mal, Fledermaus-Dämonenkopf gleich mal mitnehmen. Lalala. Hallo. Guck mal, die Türen, wie schön die aussehen. Oh ja, oh, das sieht richtig cool aus. Ich finde das schon. Leder. Fledermaus-Dämonenkopf-Trophäe. Und geformtes Holz. Oh, geil. Geil. Der geht hier ab, der Nico. Ja, nochmal.
mal, pass auf, wie schön das über der Tür aussieht. Warte, genau da in die Mitte. Jawoll. Wo ist er denn? Ach, der ist gar nicht da. Oh ja. Ich mag das Trophäen, ein ich Wunder weiß auch nicht warum. Ja, aber das sieht auch nice aus hier in dem Spiel, das muss man halt einfach sagen. Hat er das jetzt gerade gegessen? Ja, okay, weil der hat nämlich Hunger. Gut. 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 Was hast du denn gemeint für die Presse? So, diese Ölpresse da, oder? Genau. Okay. Och, komm, mach's doch einmal richtig rum. Tiererzeugnisse, echter Indigo. Echter Indigo, ist das eine Pflanze? Das ist also eine Pflanze, nehme ich mit. Ja. Ein Kopf ist tatsächlich auch von einem Tier. Getrocknete Beeren. Gewürz. Bla bla. Herz eines Helden. Ja, klar, nicht. 100-jähriges Ei. Auch nicht schlecht. Mhm. Clown. Knochenmehl. Was macht man mit Knochenmehl? Kannst du zu. Für deine Presse oben. Du brauchst ja irgendwann mal Kompost. Und du kannst daraus Kompost gewinnen. Aha. Orangener Fikus, okay. Ranken. Rinde. Bist du überlastet? Ja. Nerv mich nicht, Alter. Pflanzen. Oh, Aloeblätter. Indigo. Getrocknete Beeren. Harz. Harz gehört auch zu Pflanzen. Ja, Gewürz mache ich jetzt eher mal Lebensmittel. Samen. Ja, Samen. Pflanzen. Das ist, glaube ich, auch eine Pflanze. Pflanze, Pflanze. Gut. Baumaterial. Du. Herz eines Helden. Was mache ich denn mit einem Herz eines Helden? Wenn ich das wüsste. Tja, gute Frage, nicht? Ja, nicht. Ich habe da so gar keine Ahnung. Mensch, wenn man. Wenn Verbrauchsobjekt. Ja, was ist. Ja, was ist das für eine Erklärung? Ja, das Spiel lässt manchmal einem sehr im Stich. Hallo, warum passt du denn hier nicht rein? Du doofe Ding, ja, Eiger. Was, was macht man mit dem Ding? Zutat. Eine Zutat. Okay, ich glaube, ich lege es unter die Tränke. Ich glaube, daraus kann man bestimmt irgendwas Schönes mixen. Leckeren Cocktail oder so. Ja, bestimmt. Irgendwann. Ja. Waffen und Rüstungen. Da kommen die Pfeile rein. Und das schmeiße ich da noch rein. Immer falsch rumzubauen, Junge. Junge! Pflanzen. Aber ich weiß, dann gehe ich schnell nach oben. Kletter, 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 kletter. Ich finde das mit dem Klettern so cool. Das ist genial. Was macht er, wenn er keine Ausdauer mehr hat? Fällt er dann runter? Ja, ja, der fällt runter. Okay, ja. Hab's am eigenen Leibe gespurt. Ja, dann holen wir halt den Aufzug, Mann. Wein halt rum. Dekoration. Oh, geil. Ich weiß, was ich als nächstes baue. Was denn? Das Seestottern. Okay. So wie ich vorhin so geheimnisvoll getan habe, tust du jetzt. So. Das passt perfekt. Warte, das muss ich jetzt gleich gucken, was ich dazu brauche. Ich glaube auch, dass das perfekt in den Eingangsbereich passt. Mhm. Ah ja, perfekt. Kann ich schon herstellen. So. Zack. Warte mal, hier ist der Eingang, um die Leute zu begrüßen. Ja, stellen wir es doch mal hier ins Eck oder so. Oh Junge, das wird so krass. Ist nicht dein Ernst? Du hast einen Gong dabei. Ich find's witzig. Ah, grandios. Guck dir mal unsere Decke an. Ach, jetzt was ich eigentlich machen wollte. Oh, guck dir mal die Decke an. Boah, sieht ja das geil aus. Bald sind wir fertig. Oder das wird mega.
So, ich mach mal Ordnung im Lager. Ich hab jetzt. Ich ja, bitte. Ordne die Kisten mal. Das ist schon nice. Wächst da schon was? Lass mal gucken. Gelblotus-Samen. Samen des Gelblotus. Wächst da nichts? Samen, Dings, plus Zeit ist gleich Pflanze. Und das Ding. Ja. Mit Düngern einer Pflanzenkiste gelegt. Das ist eine Pflanze. Das kann schon gepflückt oder als Dekoration verwendet werden. Ja, schon basen. Okay, die Truhe ist eh leer. Das heißt, zurück ins Inventarissimo. Diggi, das wird so geil. Hey, nicht ohne mich fahren. Ah. Tschüss. Grüß so. Gott. Ja, moin. Ja, moin, moin, ne? Na, wie kommst du denn jetzt schon wieder her? So, fertig. Hör mal zu, du Landratte. Geh mal wieder zurück von Bord hier. Ich hab's doch zurück ins Inventar. Achso. So. So. Lebensmittel. Nico. Und das rein, ja. Kannst du schon römisches Inventar bauen? Ich würde mich über so ein paar römische Betten freuen. Ist das jetzt Deko oder? Ich weiß es noch nicht. Nee, Überleben ist es. Oder Betten. Ja, guck dich mal um. Oder vielleicht aquilonische Sachen. Oh, alles, Kissen, was aquilonisch Kissen. Ist, das passt so nice hier rein. Aquilonisch? Ja. Nee, Betten. Also, ich finde nichts damit schon mit einem hübschen Betten. Stuhl. Aquilonisch. Jetzt verstehe ich das. Jetzt erkenne ich das. Kann man halt richtig geilen Shit bauen. Ah ne, das ist ein DLC. Scheiße. Oh, einen Thron kann ich bauen. Auch nicht schlecht. Ja, das kannst du auch gerade mit dem DLC. Noch? Nee, also ich könnte hübsche Gemälde machen. Guck dir diese Halle mal an, Nico. Oh, komm mal rein. Guck dir das mal an, wie geil das aussieht. Jawohl. Nice. Wir sollten hier ein Bad aufstellen. Mein Name ist Gaius Brutus Caesar. Das ist meine bescheidene Hütte, die oben noch nicht fertig ist. Haben wir Elfenbein? Musst du gucken. Ich kann es dir nicht versprechen. Ich bin ja eher am Sortieren. Ich kriege ja hier alles mit. Oh, das sieht wunderschön aus. Ich würde die leeren Truhen, die wir jetzt gerade noch nicht brauchen, in die in die Fertigbauteilliste stecken. Weil, ja, keine Ahnung. Wir brauchen sie ja noch nicht. Nee. Oh, ich glaube, ich will jeden Baustil, den man haben kann, hier irgendwie verewigen. Das ist so nice, sieht das aus. Ich will auch irgendwann so richtig nice Pagoden bauen hier. Pagoden? Was? Nix. Pagoden, ja. Ja. So eine richtig nice japanische Pagode. Ich bin doof. Alles gut. Das sind wir alle. Obsidian, das heißt, es gibt Edelsteine auch. Ja. Haben wir aber noch nicht gefunden. Was ist eine Sprengdrüse? Gehört die zu einem Tier? Ja, die gehörte, ich weiß nicht mehr, irgendeiner Echse oder so an. Ich hab keine Ahnung. Nein! Falsches gebaut. Nix gut. Okay, ich brauche noch ein paar Wände. Und noch das hier. Dann bauen wir. Ich glaube
brauchen wir noch. Ein paar mehr werden es noch sein, egal. Ich mache eine Truhe jetzt nur mit Schlüsseln. Mhm. Irgendwie sind Schlüssel immer was Tolles in einem Spiel, deswegen mache ich jetzt eine Truhe nur mit Schlüsseln. Ja, damit kannst du halt auch Truhen öffnen von Bossen. Oder halt irgendwas anderes. Das, Schlüssel sind in Spielen immer wichtig, das ist... Das ist immer so. Ja, ist einfach so. Aber Salz ist eindeutig Lebensmittel. So. Weiß ich hier tatsächlich gar nicht, für was es gebraucht wird. Ja, ich tue es halt jetzt mal da rein, weil es Sinn macht. Nein! Warum muss ich da? Ich krieg die Kreise. Staub. Ah, halt, Sprengdrüse bleibt drin. Die Steine. Hier, Kugel, Färbemittel, Wein. Verdorbenes Fleisch, ja, ist auch Tierzeugnis. Draußen Shepherds. Warum? Ja, keine Ahnung. Du bist das. Nee. Ohne Mist, ich habe jetzt gerade nichts gemacht. Also ich baue die ganze Zeit was. Vielleicht ja, das meine ich, ja. Ach so, okay. Mit Shabon. Shabon? Shabon. Das ist... Oh, es gefällt mir so krass. Das ist Fleisch, das ist Holz, Wildfleisch. So. Zack, zack. Ah, schau, eine Truhe mit nur mit Werkzeug können wir auch machen. Ich überlege mir, wie das jetzt noch aussehen, was ich noch machen soll. Also, weil ich überlege mir gerade oben, Nico, ich mache jetzt noch ein paar Wände hier fertig, ob ich zum Beispiel... Ich kann dich ja mal fragen, möchtest du eine japanische oder eine chinesische Küche haben? Japanisch, wenn du so fragst. Okay. Dann mache ich deins da hinten japanisch und dann mache ich das Lager und das andere in chinesisch. Dann haben wir hier ein Zusammentreffen der Kulturen. Spitzhacke. Ist die Spitzhacke ein Werkzeug? Nee. Ja. Das ist eine Waffe. Gehärteter Stahl, Pickel. Ah, die Spitzhacke ist tatsächlich eine Waffe. Nein, nein, die, das ist die auch eine, ein Werkzeug. Die ich da habe. Obwohl es lila ist. Ja. Echt, die Spitzhacke? Soweit ich weiß, ist die... Aber die ist hier, glaube ich, als Waffe aufgeführt. Ja. Nee, zur Bearbeitung von Gestein und Holz. Aber man kann sie als Waffe benutzen. Ich lasse sie mal bei den Waffen drin. Nicht mehr viele. Dann haben wir schon mal die Römer da. Gallier! Einfache Aufsätze. Aquilonische Tür noch. Eine Futterkrippe, kann man Tiere auch halten? Ja. Man kann sie zähmen und sogar in den Kampf mitnehmen. Okay. Bin überlastet. Oh, Gott, Nico, schau dir das doch mal bitte an. Es sieht so schön aus. Ja, warte, ich bin gerade nicht besonders schnell. Ich muss mich schnell abladen und dann... Da hinten habe ich eine Mauer gelassen. Das geht so gar nicht. Mehrere sogar. Das geht überhaupt gar nicht. Ja, ich habe die oben in der Ecke so gelassen. Und auch die Decken habe ich so gelassen. Drei Stück, um ehrlich gesagt. Alter. Na? Oh, die Treppe ist auch cool. Na? Kann man die noch verkleiden? Eigentlich wäre es cool, wenn wir das da unten wegmachen vielleicht und die so verkleiden. Ja, obwohl. Das sieht eigentlich da unten ganz cool aus. Ja, und oben. Wow. Oh, hier könnte man... Was wollen wir hier raus machen? Oh, wirklich so einen schönen Schlafsaal. Kannst ein bisschen... Ja, oder? Ausbauen, ja. Ich habe irgendwie unser Schlafzimmer hier drüben gemacht.
Also wir können hier, entweder mache ich das auch im römischen Stil oder ich mache es chinesisch oder japanisch. Ach, das ist so unser...